willkommen zurück zu Mercerman! Mercerman rockt und herzlich willkommen zurück und was soll ich sagen, ja? Wir brauchen alles mögliche an Materialien. Und ich wollte heute extra mal testen, ob wie das ist mit dem Essenbox. Und ja. Die Essenbox. Da vergammelt das Essen langsamer. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Das zu wissen, dass das langsamer geht. So, aha. Ich bin der Farmer. Ich farm so gern mein Feld und ich bin unterwegs. So, warte mal, da brauchen wir Dünger. So, was haben wir hier? Gewöhnlicher Low. Was ist das? Low Rice. Low Quality Flux. Ach, das ist Flux. Weiß ich nicht, das ist Soja. Lass uns mal Soja anbauen. Ich bin der Farmer und ich baue jetzt mein Feld an. Weil ich baue so gerne Felder an. Ich bin der Farmer und ich brauche jetzt unbedingt hier 100% Acker. Ja, wir sind so richtige Bauernburschen. Hollerie da die O, hollerie da die O. Und wir bauen so gerne das Feld jetzt so. Hollerie da die O, hollero. Und wir bauen so gerne das Feld jetzt so. Hollerie da die O, hollerie da die O. Hört sich Fußball. Wir bauen so gerne das Feld jetzt so. Da, 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 da. Ja, das Feld muss erstmal ein bisschen umgegraben werden. Ich bin der Bauer und ich baue mein Feld an. Das macht mir Spaß. Ich bin der Bauer.
gleich haben wir 100%. So, Acker ist wieder hergestellt. Schon mal weg, du. Wie viel Wasser brauchen wir hier? Ui. Okay. Was ist denn heute für ein Scheißwetter? Bin der Bauer und ich baue hier mein Feld an. Ich bin der Bauer hier. Voll witzig, ne? Erstmal muss da Wasser hin. Was macht denn schon wieder mein kleiner Stinker? Irgendwas treibt er schon wieder. Komisch war, dass das Feld mehr Wasser verbraucht hat als wie das andere Feld. Schon komisch. Naja, okay, noch einmal. Okay, wie sieht das aus? Hauptsache ist weg. So, okay, also jetzt kommt Dünger. Wir müssen düngern. Ja, muss sein. So, schön düngern. Dass das auch schön wachsen tut hier, das ganze Zeug. Schön die Asche da verstreuen. Ja. Okay, plain low quality corns. Du kannst hier nur anbauen. Schlechte, also Qualität, kannst du dir hier anbauen. Okay. Alright, das ist gedüngert. Dann machen wir hier weiter. Ich bin hier der Düngermann. Ich hab den Düngermann. Ich bin dem Düngermann. Wirklich? Fehlt mir jetzt echt ein Dünger? Nicht wirklich, oder? Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Andere Frage ist, was macht das hier drin? Die Flagge ist noch da, perfekt. Keine Ahnung, das ist auf 11 low. Ja, ich habe keinen Dünger mehr. Scheiße. Na gut. So, jetzt geht's an die Arbeit. Sojabohnen. Wir bauen mal Soja an. So, den Rest müssen wir der Mutter Natur überlassen. Würde ich mal behaupten. Ja, Soja haben wir dann weg, aber das passt doch. So. Das ist Soja und Soja baue ich gerne an. Ich bin der Sojamann. So, also was brauche ich dafür? Äste sehr viel, Steine und also Äste auf alle Fälle.
Check, check. Warte mal, ich habe hier ein Fenster. Ich habe sogar hier zwei Fenster. Und Steine war es, ne? Steine. Ready. So, was brauchen wir jetzt noch? Alter, ich habe in der Zeit hab ich richtig viel von dem Scheißzeug. Okay. Mitnehmen. Wenn ich jetzt so irgendwo bei Äste hätte, wäre geil. Alles erstmal aufbrauchen, was hier rumliegt. Was ist hier drin? Was für keine Äste. Na, hätte es sein können. So. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das mit der Medizin und Heilung der Pferde funktioniert. Da bin ich echt überfragt. Achso, ich brauche erstmal was ganz was. Ja, richtig, ich brauche erstmal Gras. Oh, heute ist aber eigentlich ein Scheißwetter, wa? Aber Boja, gestern hatte ich doch voll die Expedition wegen Salz und so ein Scheiß. Nee, falsch. Salz und so weiter, ja. Und ich Holzkopf, ja, bin ein bisschen hochmarschiert, ewig weit in den Norden und so weiter. Völlig für den Arsch, ja, weil. Hier ist meine Base. Was haben wir hier? Iron, Eisen. Was haben wir hier? Kohle. Geil, was haben wir hier? Salz und ich, Idiot, latsch bis. Na, ist egal. Ja, latsch bis in den Norden, Alter. Ich möchte mich dazu nicht mehr äußern. Sammeln. Ich bin der Grasmann, ich baue hier gern Gras ab. Ich bin der Gras, bin ich.
Also ich sag mal, T1 zu bauen alleine ist einfach. T2 ist okay. T3 weiß ich nicht, ob ich T3 baue. Ich werde es bauen, ja, aber ob ich T4 baue, ist echt heftig. Weil ich denke mal, da brauchst du so viel Materialien, ja. Da bist du erstmal richtig am Haupt. Jetzt machen wir mal hier richtig schön alles weg hier. Und dann haben wir den Mund von dem Zeug erstmal da. Und dann brauchen wir noch die Äste. Und dann geht es. Das Wetter bessert sich. So, es dauert natürlich jetzt ein bisschen, ne? Durch. Das ist jetzt ein bisschen dauert, ne? Ist der erste schon fertig? Zwischenzeit wurde der das basteln, ne? Schau ich was anderes nach. Habe ich hier irgendwas, was ich noch freischalten kann? Nix. Boom, habe ich ein bisschen was gemacht. Nicht richtig gut vorangekommen. Meinen. Auch nicht schlecht. Oh, hier. Nicht schlecht. Yes. Mein erstes Ding hierbei. Ackerbau. Oh, da sind wir noch bei dem Pferd. Da müssen wir erstmal richtig. Da müssen wir erstmal richtig was machen. Wind. Kraft. Herstellen.
Okay. Und hier gibt es auch nichts, die Gulde. Wir müssen so warten, bis der das fertig baut, daher. So, Titel haben wir noch nichts. Schade. Was ist hier? Events? Ja, gar keine. Wir haben keinen Kaiser mehr? Echt? Wir haben keinen Magistrat mehr? Wir haben keinen Kaiser mehr. Die wurden irgendwie beseitigt. Okay. Und? Wir sind jetzt auf, wir sind schon nobler Baron. Das dann wäre interessant, das ist Viscount. Da fehlt noch ein bisschen irgendwas dazu. Okay. Nobler Viscount, Marquis. Okay. Ranch Marquis, Second Marquis, Neighbor Marquis, Township Marquis, District Marquis, Count Duke. Okay. Command Duke, Grand Duke, Großherzog, Comedy Prince, Grand Prince, großer Prinz. Okay. Was anders in der Gilde? Kingdom of Ham. Königreich von Ham. Halt, warte mal, ich muss erst was anderes machen. Ich muss erstmal zu meinen Feenlein. Dann, sie weiß, wo die Grenze ist. So, Seven.
Okay, jetzt wird's hier eng. Also hier ist eine Lücke, dass man hier durchgehen kann. Hier kommen dann zwei Soldaten hin, die bewachen das hier. Dass hier ja keiner hier irgendwie meint, ihr könnt hier Urlaub machen. Ne? Und dann, ja. So, jetzt baut man noch das hier. Jetzt bauen wir ungefähr bis hierher. Und hinten lassen wir ein bisschen offen. Ups, da war ich nicht so schnell. Ja, dann bauen wir das hier noch hier, dann lassen wir hier auch eine Lücke, dass man hier durch rausgehen kann. Ne? Und dann das bauen wir dann auch auf der anderen Seite hin. Ja. Der Soja wächst, der Soja. So. Ich denke mal, das kann man so lassen.
spanische Reiter sind es. Ein Baum noch. Denke ich mal, das Land. Einer noch. Da vielleicht noch hin. Dann haben wir hier eine Lücke. Ja, das ist perfekt. Jetzt freue ich mich. Ja. Nee, falsch. Eine Blume kann ich bald, oder? Das ist ja viel zu viel Blumen. Ich muss ja mal was verkaufen hier. Man kann ja die Grillen auch So, und jetzt das da, da brauche ich viermal, okay, vier Stück. Mir fehlt das Material dazu, okay. Das ist jetzt ein feines Ding, das nützt mir jetzt nichts. Das nützt mir jetzt gar nichts. Das nützt mir jetzt gar nichts. Kann ich auch kein Tierhaut mehr? Kann ich Tierhaut? Also scheiße, ich hab keine Tierhaut mehr. Ja.
Das heißt, ich muss mal auf die Jagd gehen, hm? Ja, vom Vorteil. Ah, jetzt habe ich die. Ist da noch irgendwie? Ah, perfekt. Ja, müssen wir erstmal warten. Was brauche ich für die Bolzen? Äste und Äste. Das war jetzt verkehrt. So, hier haben wir das, hier haben wir das. Okay, jetzt brauche ich nur noch die Kupfer. So, für was habe ich eigentlich die zwei Fenster gebaut? Das wäre doch echt interessant. Mann. Oben ist doch eigentlich alles. Ah, jetzt waren die zwei Fenster da hinten. Ich verstehe. So, besser. Ja, wobei man sagen muss, Fenster ist natürlich erwähnt. Ja. Hust, hust, ne? Sagen wir mal Gitter, ja, aber früher war das halt Fenster. Weil einerseits wollte der Mensch natürlich rausgucken, ja, er wollte rausgucken, ja, wollte auch, dass die frische Luft nach innen reinkommt, ja. Also hat er so Fensterdingsbums eingebaut, ja, aber andersrum wollte er nicht, dass jemand einbrechen kann, ja, oder in ihn rein kann in seine Wohnung. Und deshalb hat man dazu Art wie so Holzgitter da eingebaut. Wobei man sagen muss, in China war das vielleicht auch völlig okay, ja, so kalt ist da nicht. Außer im Norden vielleicht, ja. Aber im Normalfall ist ja China eher ein warmes Land. Eher im subtropischen Bereich. So, tropischen würde ich mal eher sagen. So, dann machen wir mal das Fleisch daher. Okay. Baue ich mal 5 Mauern. Sagt der Bronze. Doch, 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 doch. Aber wir brauchen ja eigentlich nur 4, ne? Okay, wir brauchen ja nur hier drüben 4.
Warum hast du so viel Bolzen wie möglich? Und dann gehen wir mal richtig auf die ab. Benni Bobo macht auf einmal hier Randale. Sagt sich, so, ich kann schon auch Randale machen, jo. Ich kann die Randale machen, jo. Kann ich nicht ziehen. Hier kommen zwei Fenster rein, kommt dann Lücke, dann Fenster, Fenster, Lücke, Lücke, richtig. Dann ein Dach. Und dann denke ich, da oben ist da nicht mehr so viel Platz. Ja, dann ist das Ding echt voll. Für die Hintergrundgeräusche entschuldige ich mich, ja, aber wenn mein Kleiner natürlich seine Zähnchen machen will, ne? Putzi putzi, ne? Ist klar, Kaninchen. Dann hat er das völlige Recht dazu. So ist er, er folgt das seinem Instinkt. So, also, wir brauchen hier Small Trap. Also ich denke, bevor wir hier irgendwas machen, ja, sollten wir wirklich uns Gedanken machen über Kupfer. Ja. Kupfer aber nicht. Achso, warte mal, das kann ich jetzt ausmachen. Sieht's aus? Das sieht gut aus. Ja. Jetzt kommt da oben noch was drauf. Ja, oben noch ein Stockwerk oben drauf. Und dann sieht es richtig ein bisschen ästhetisch aus. Ja, ja, gefällt mir. Yeah.
sind so richtige Holzhacker. Und wir bauen jetzt das Holz auf dem Ohr. Warum das sich immer anhört wie so ein blechtes Umfeld ist, keine Ahnung. Aber vielleicht stellen sich Menschen in China sich das so vor, ich weiß es nicht. Ja, ist ja möglich, dass die Menschen in China sich das so vorstellen. Also eine Kupfermine baue ich nicht, weil das lohnt sich nicht. Hier liegt so viel Kupfer rum. Eine Eisenmine vielleicht. Aber sonst liegt doch genug rum. Oh, mein Ohr juckt. Aber richtig. Okay, wir brauchen mehr von dem Zeug hier. Kupfer, 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 ich liebe Kupfer. Kupfer, 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 ich liebe Kupfer. Sagt er. Okay, sind bald voll. Aber ich habe echt schon 100, fast 200 Kupfer. Was ich bauen werde, ist, denke ich mal, ich werde jetzt dann bauen einen Wildschwein Dingsbums. Wo war das? Fotomedizin? Hier, ne? Tam. So, das kann ich ja alles schon bauen. Was wollte ich so jetzt sagen? Ne, das war es ja doch hier. Was war es? Stall.
Das war die Medizin, Basic Mount XP 3. Hier, ne? Das ist hier Rehe. Das ist Rehe. Und das wäre Wolf. Und was ist das? Panther? Also Panther? Ist wirklich? Oh. Das ist Tiger und Krokodil. Was ist das? Ah, ein großer Waggon. Das ist Rabbit. Rehe, okay, also Rehe kann man, aber Wildschweine kann man nicht anscheinend nicht fangen. Schade. Okay, müssen wir Rehgehege machen. Dann machen wir halt ein Rehgehege. Wie lange bleibt die Fahne jetzt noch stehen? 13 Minuten noch. Okay, und dann ist er. Dann holen wir noch mal ein bisschen wem Bronze. Quatsch, Kupfer. Aber ich finde es einerseits nicht schlecht, dass sie haben Kupfer, ja, aber es gibt eigentlich, Kupfer selber ist viel zu weich, ja. Mit Kupfer kannst du nicht fernfahren. Wenn, dann musst du Bronze draus machen, ja. Das ist was anderes, aber die Kupfer steht halt einfach in Verbindung für die Bronzezeit, ja. Und als Ersatz, weil wenn du Bronze herstellen müsstest, bräuchtest du ja auch Zinn. Ja, und da fängt es ja schon an.
Eigentlich müsste man ein Schweinegehege haben, oder? So ein kleines Schweinchengehege hätte ich mehr Bock als das Reh oder so. Okay. Juckt. Mein Öhrchen juckt. Mein Öhrchen juckt. Mein Öhrchen juckt. Oh Gott. Das Wetter, ne? Das Wetter. Scheiß Wetter. Arschkalt. Kann ich gar nicht leiden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum sich das immer so anhört. Immer schon. Sind unten sehe ich schon die ersten Kupferbrocken. Das war jetzt was anderes. Ich würde sagen, den nehmen wir noch mit, aber dann ist Schluss. Lass mal wieder nach Hause gehen. Ich habe ja diese Dauer-Auto laufen, ja, habe ich jetzt auf Alt gemacht. Alt groß. Und passt so, weil so kann ich auch mal meine Hände beim Water haben, Alter. Thank you.
Salz und Stangen. Ja. Mach mal zu, ja. Oh, es wächst aber langsam. Ja, mach dann. Ich habe schon meine Fahne. Wie lange noch? Heute noch. Okay, alles gut. Okay. So, das ist diese kleine Falle, das ist klar. Dinger. Ist auch klar. Fuchs, Rabbit. Also wir brauchen so oder so, brauchen wir auf alle Fälle. Auf zum fröhlichen Jagen. Zum fröhlichen Jagen. Weit, weit, hey. Ein kapitaler Hirsch. Lasst uns die Armbrust spannen. Sogar getroffen. Ein kapitaler Hirsch, der sagt sich, hä? Wo kommt denn der Schuss her?
Alter, er hat jetzt auf dem Fleisch gebissen. Manche liefern eher Fleisch. Da ist es ja schön. Da sind sogar mehrere.
nicht so weit. Ich hätte gerne meine Basis da drüben gehabt, auf der Insel, aber da ist schon einer. Aber die Insel, die Basis zerfällt schon wieder. Das ist halt scheiße, ne? Fleisch habe ich jetzt genügend. Das gefällt mir. Da habe ich gedacht, auf der Tür. Vergesst es immer. So, das sollte erstmal lang. Bauen wir jetzt mal. Wie viel brauche ich dafür? Dann brauche ich davon mal zwei Stück. Das sind 13 Stunden, 8 Minuten, achso. Dann kannst du erst einmal die Fahne wieder zurückdrehen. So. Warte mal, ist der fertig mit dem ganzen Bronzezeug?
Der bastelt da noch ewig. So, jetzt schauen wir mal nach. Fleisch. Raid-Leder, hohes Leder, Top-Leder, dickes Leder. Ah, hier kann man es herstellen. Also dafür bräuchte ich jetzt was feine und veganes Öl. Aha, veganes Öl. Mount Phil, Basis Mount Phil 3. Okay. Fleisch. Level 33. Level 33. Da, 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 da. Geil. Eine oh, verbessert das. Was ist das? Komposit-Skypenbogen. Aha. Eiserne Pfeile, eiserne Bolzen. Ah, hier Schwein, boah. Schweinegehege, perfekt. Das will ich nämlich bauen, Schweinegehege. Das ist Pickfood. Food und das ist Low Quality Meat. Pig Food. Okay. Was braucht man da alles? Fleisch, Soja, Cake, Low Quality Weizen, Fox Food. Okay, also die essen recht alles so durcheinander. Testen wir mal Hackfleisch, ja? Alter! Ja, es knallt, macht echt satt. Hat es Vergiftungs? Ah, hier, Gastro. Toxik. Ah, zu viel von dem Zeug, ist auch nicht gesund. Hier wegen Hackfleisch rein, wenn wir das schon mal haben, ja. Nicht schlecht. Das ist true.
Ist er fertig? Ich nehme mal die Grill. Du willst besser? Ja. Ich brauche erstmal das Gras. Meine Pferde haben schon wieder nichts zu essen. Okay. Horses vermont. Hat sie verbessert? Okay, hat sie Arwen verbessert? Der ist voll in Ordnung. Brauche ein bisschen mehr Medizin, hä? Ich kümmere mich drum. Manche, ne? Ja, okay, ich muss erst warten, bis ich genug Futter habe. Scheiße. Ja, mal ganz kurz einfach mal hier da sein und ja, ich kann wohl wieder nichts machen. Ich muss warten, bis der Futter produziert hat. In der Zwischenzeit, ja, tue ich mal abspülen. Mein Geschirr abspülen. Ja. Und ja. Weil der baut jetzt erstmal das ganze Futter und bis dahin kann ich nichts machen.
Sauber gemacht. Perfekto. Perfekto. So stelle ich mir das vor. Küche ist sauber. Mein Essen ist im Ofen. Und ich denke, ich habe jetzt auch genügend Futter für die Pferdchen. Mal schnell was nachschauen. Ja, haben wir mal Hunger gehabt. Hier, wo wir hier Medizin. Hier geht es im Pöttchen. Okay, die zwei fallen aus. Den könnte ich nehmen. Der ist, besser gesagt, sie ist full. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Das Weibchen. Also die zwei sind nur zu stark verletzt, aber der kann. Quatsch. Oh, ich mein Pferd. Die anderen beiden Pferde müssen sich alle erst noch mal erholen. Ich war. Die müssen sich alle erst noch erholen. So.
So sieht's aus. Okay.
Alter! Eine komplette Burg aus Steinen, Alter. Leck mich am Arsch, du. Warum kann ich denn nicht was geben? Warte mal. Only we give, also ich folge jedem. Okay, dann. Record. Raymeet 23. Aber hier gibt es noch mehr Strongholds, also daher. Mal schauen, was die Jungs wollen. Perfekt. Unser erster Krieger. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Zack.
What's the next stronghold? Ist abgehauen. So, warte mal, was steht da? Du Warriors has missing a limit. Achso, ich habe mein Maximallimit erreicht. Mehr kann ich nicht annehmen momentan. Ah, okay, nee, ist kein Problem. Weiß ich jetzt Bescheid. Das da. Tja. So, warte mal. Wie kann ich jetzt der, warte mal, was zum Essen geben? Formation, Mountain, Tech, Torley, Bottle Mode, Patrol, F, warte mal, F8. Inventory. Ist sie selbstständig oder? Gib mir mal die Grill. Ich hoffe, die ist selbstständig. Das wird das. Aha. Okay. Das heißt, warte mal, was heißt das eigentlich? So, warte mal. Und wie ist, okay, mache ich erst zu Hause. Die muss ich also auch bezahlen. Aha. Das ist ja klar, ist eine Söldnerin. Kostet mir jetzt Geld. So, okay. Dann ab nach Hause hier. Mir nach. Aber wenn es eine Frau ist, warte mal, da kannst du den Schuh heißen.
Nee, das geht nicht. Weil Schuh wäre blöd, weil Schuh ist ja männlich, ne? Ist ein männlicher Name. Schuh ist blöd. Ist ja kein weiblicher Name, ne? Habe ich ja irgendeinen weiblichen Namen hier? Hier, warte mal, der Name ist besser. Handschuh? Nee, das weiß ich nicht. Da drauf. So, jetzt da. Du kannst maximal, einen kann ich, aha. Ein bisschen dauern, weil es hat kein Pferd. Also kannst immer einen Begleiter haben. Maximal könnte ich fünf haben. Die muss ich halt alle einzeln holen, ne? Auf alle Fälle kriegt sie eine andere Waffe. So helle Bade ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kann doch jetzt, ich muss ja mal die Schmiede bauen und dann kriegt sie von mir eine helle Bade. Ich glaube, helle Bade ist ganz gut. Ah, wir bringen sie schon nach Hause, keine Sorge. Aber ihr wisst, der erste rekrutierte Soldat.
Ja, sorry, dass ich jetzt kurz. Ich habe zweites Pferd dabei, aber sonst wäre bestimmt zu Hause. Ja, so ist das mit dem Fußfall. Da ist er. Hey, warte mal, warte mal. Muss mal anschauen, jetzt schon wieder ein. Also müssen wir mal die Schmiede bauen, und wenn wir die Schmiede bauen, dann kriegst du erstmal eine richtige fette Rüstung. Die beste Rüstung, die ich habe, ja. Mit Waffen und allem drum und dran. Also so wie ich das verstehe, du kannst eine Begleiter haben, hier steht er, das ist a maximum the number of the warriors that you put into a compound. You can unlock command exited expedition to put more warriors in the Und hier steht, das ist a maximum members of warriors you can recruit it. Also das kannst du maximal rekrutieren. You can unlock command conquistion to recruiting more warriors. Okay, also ich könnte maximal 5 warriors kann ich haben. Ich kann aber nur immer einen in Begleitung haben. Das ist ein Maximum Level Warriors, das you can recruit. Also ich kann maximal Stufe 20 rekrutieren. Mehr geht nicht. Ja. Mehr geht einfach nicht. Okay. Da drüben ist irgendeine Mine, da wollen wir jetzt gar nicht hin.
Festkit. Also die muss irgendwann mal muss die auch mal was essen, Alter. Warte mal. Mal CL und F2. Okay. Ach so, hier kann ich die Formation aussuchen. Auf geht's. Ich frage mich gerade, was ist die eigentlich? Ja, also anscheinend das die Grillen isst sie nicht, ja. Alles begann mit einem Soldaten. Und es werden eines Tages Tausende, Hunderttausende von Soldaten sein, die den großen Handschuh begleiten werden, um die Ordnung in China wiederherzustellen, die alte Ordnung. Das Kaiserreich wird neu entstehen. Der Kommunismus wird verschwinden. Wie ein Blatt im Wind wird er weggeweht. Und die alte Ordnung wird seine Bestimmung wieder erfüllen. China wird wieder ein Kaiserreich. Hat jetzt dazu gepasst. Die Frage ist, was ist der, ne? Was ist ein Soldat? Das ist die Frage.
Job. Was nachschauen. Ah, jetzt ist es. Reden. Zielfilter. Reichweite der Wache festlegen. Schlacht. Verfolgungsreichweite, Grundeinstellung. Ist mein Wort. Nicht angreifen. Angreifen Tier. Angreifen Krieger. Angreifen Spieler. Nicht angreifen die Gebäude. Kann man der auch ein Befehl zuweisen? Ach, Radius 7. Also entfernt. Okay. Perfekt, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. So. Regen. Folgen. Ich habe keine Ahnung, was die ist. So, ich gebe dir einfach mal alles Mögliche, was ich zum Essen habe. In der Hoffnung, dass irgendwas bei dir fruchtet.
Vielleicht mag sie das Skorpione. Oder Hackfleisch. Gute Frage. Ist da was dabei, was dir schmeckt? Ich glaube, ich muss diesen scheiß Futterdruck hier bauen, den da, ne? Da brauche ich hier Hartholz 25. Okay, sollte jetzt kein Problem sein. So, hier mit dem scheiß Hartholz. Hartholz, ne? Hartholz. Und was? Kupfer, ne? Ein großer Topf Reis, wie er vom Handwerker und Krieger bevorzugt wird. Ah, ist die Reis? Magst du Reis? Sag mal, bist du Reis? Naja, klar. Was ist das für eine dumme Frage? Bist du Reisesser, Alter? Das dauert noch 7 Minuten. So. Brauche ich das nicht für hier oben? Jetzt verstehe ich das. Vielleicht ist sie ja nur Reis, verstehst du? Bei dem anderen Zeug kann sie gar nichts anfangen, ist möglich. Hänge ich jetzt hier? Keine Ahnung. So, dafür brauche ich nämlich Pflanzenöl. Und dafür brauche ich auch Pflanzenöl. Richtig, dafür brauche ich Pflanzenöl. Und dafür brauche ich Gips. Warum auch immer. Hier Reis. Und welcher Reis? Okay. Salz bräuchte ich wieder und so weiter. Okay. Mach mal 20 Stück davon. Okay, falsch. Planänderung. Davon auch mal 13 Stück. Ja. Vielleicht mag die ja Reis oder so, weißt du? Nein, 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 nein. Das wollte ich jetzt gar nicht. Etwas anderes, Reittier. Perfekt. Das dauert jetzt erstmal, bis das alles weg ist. Reis. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was die bevorzugen, essenstechnisch. Wird sich herausfinden lassen. So, so. Kannst du auch nicht verkaufen. Okay.
Das fallen lassen. Es kann sein, dass sie das einfach nicht ist. Ja, besser. Muss man auch mal essen gucken. Wie lange dauert das noch? 3 Minuten. Ich habe keine Ahnung, was der ist. Viel zu heiß, das Essen. Ich muss erst mal abkühlen.
Und schau mir mal was genauer an. Wildschweinchen, okay. Okay, das war es erstmal von mir und ich hoffe, es hat gefallen und ich muss jetzt essen, weil mein Essen sonst kalt wird. Und wenn es gefallen hat, freut mich, wenn ihr ein Like da lässt, Abo da lässt oder was auch immer. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ja, und man sieht sich beim nächsten Mal. Und ich finde bis dahin raus, wie man den eigentlich füttert, ja, den Soldaten. Bis dahin, tschüss.